Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Simpsons Hit and Run. Ich muss mich jetzt erstmal umschauen. So eine kleine Info. Ich krieg die Ränder nicht weg, weil die Auflösung kann ich nicht auf 1280 zu 720 setzen, da es sie in diesem Spiel noch nicht gibt. Das macht mir nichts. Okay. Dann eine andere Info. Ich spiele jetzt auch mit dem Gamepad. Das heißt, nicht mal mit der Tastatur hier bei Simpson. Muss ich jetzt auch erstmal klarkommen. Okay, wie glaube ich? Das ist der Angriff. Okay. Spenden. Doch noch anders machen. Hier spielen. Moment. Pause. Jetzt müsste ich doch noch mal kurz was ändern. Ich habe die falsche Achse. Kamera denn halt. Links, rechts, Escape. Heran. Das heran. Das. Ja, das haben wir gleich. Fahrzeugsteuerung. Auch nochmal anders machen. Ja, weil so komme ich, musste ich nicht. Sehr komisch. Nee, das wollte ich. Das. Ja, okay. Jetzt. Ja, das gefällt mir. Ja, genau. Wir springen. Okay, ja, so gefällt mir. Ja, okay. Das geht. Fließend. Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt mit einem Controller, da kann ich mich jetzt so ganz gemütlich zurücklehnen, dabei reden und Simpson genießen. Aktion. Okay. Ach ja, hier hat er seinen komischen Laden. Hier kann man auch gleich Kleidung kaufen. Lisa cool. Lisa cool. Oh nee. Okay. Natürlich das hier. Wieder ein bisschen ein paar Sachen machen. Fass das nicht an! Das ist ein Ticket für die unveröffentlichte Itchy und Scratchy-Episode. Das tausche ich nur gegen einen kompletten Sammelkartensatz. Ich wiederhole, komplett! Ja, das hat man auch, ne? Man kann hier auch, glaube ich, die Fahrbahn noch benutzen. Ah, ne, es war dieser Druide, genau. Da ist ein Toter drin. Das ist aufmunternd. So wenige Karten, da kann ich nur lachen. Blöd Arsch. Ich muss meinen dämlichen Bruder finden. Hast du ihn gesehen? Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss mir die letzte Kopie des neuen Itchy und Scratchy Abenteuers. Ja, mach doch. Mann, jemand ist entführt worden, du Affe. Hilf mir und ich werde dir behilflich sein. Rennen, Königin der Streber. Sei schneller als der Streber beim Itchy und Scratchy Laden. Hol den Comic zurück, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ich hasse. Gemeinsam schaffen wir das! Oh, verdammt! Ich hab mich nicht. Okay, hier ist die. Ach, das ist ja das, Mieser. Der ist ja schneller mit seinem Auto als diese lahme Kiste hier. Mein Wagen ist eigentlich noch fast. Fast. Jetzt nicht mehr. Ja, okay, mit Controller kann man hier eindeutig besser spielen. Das macht auch ordentlich mehr Spaß. Ja, wir sind schneller als der Affe. Hoffentlich kann man das recyceln. Das kann man nicht recyceln. Das muss man umfahren, dieser. Ja.
Okay. Pass doch auf, Bürgerschwein! Oh, da geht mein College-Geld dahin! Mhm. Ich hab die Schnauze voll. Kannst du mir jetzt sagen, ob du den stachelköpfigen Dummkopf gesehen hast? Boah! Hit and run! Was? Was zum Fass? What the fuck labert der Dicke eigentlich? Aua, er hat mich. So, hier lang. Da lang. Ja. Aua. Geh mir aus dem Weg, du Miststück. Hier lang. Kurve. Oh, ich muss kotzen. Ja, das passiert, wenn man so um die Kurve schießt, ne? Noch hier lang. Dadurch. Tsch. Oh, Mann. Das ist. Oh, Gott sei Dank. Jetzt wollen wir diesen Tintenschatz in sein Müller-Heiligtum versenken. Und was ist mit Bart? Ich hab dich gefragt, ob du ihn gesehen hast. Ich glaube, ich hab ihn in der neuesten Spielhölle gesehen. Ach, Videospiele, so eine Geldverschwendung. Oh, jetzt muss ich aber schnell online gehen, um $1000 für Itchy und Scratchy Maiskolbenhalter zu bieten. Naja, okay. Verschwendung sieht man unterschiedlich. Ich finde 1000 Euro für so einen Mist und ziemlich verschwendet. Okay, ja. Das ist halt jetzt ihr Malibu Stacy Auto. Eine kleine hässliche Karre, für mich zumindest. Aber, na, okay, so hässlich ist, ich glaube, steht eine Corvette da. Eine ältere, also, wenn die Innenausstattung nicht ganz so rosa wäre, wäre es besser. Ja, ich wollte ja jetzt sagen, weil Bart hier entführt wurde, ja, in der letzten Let's Play-Folge wurde er ja entführt. Da kommt mir so das Akt X, also dass er war, Fox Mulder wird ja auch entführt und wollte mal einsteigen. Ach ja, stimmt, Handbremse vergessen. Die ist ja auch da. So, jetzt hat den Comicfahrer angegeben. Sprich mit Milhouse, na, aber gerne. Aber erstmal das. Aussteigen. Ich muss mir hier immer ein bisschen. Ach ja, hier ist er springen. Klar, okay, wer ist da drinne? Hilfe! Ich ertrinke im Abwasser! Ich kenne ihn. Das kann er nicht anders als Barney sein. Komm da raus, Barney. Das ist widerlich. Hi, Milhouse. Milhouse, war Bart hier? Ich habe ihn nicht gesehen. Hey, darf ich dich auf ein Joghurt-Eis einladen? Du darfst dir auch Streusel und Schokoladensoße draufpacken. Bart ist verschwunden. Du musst mir helfen, ihn zu finden. Möglicherweise ist er bei Wall-E Weasels. Er liebt den Geruch des Ballkäfigs. Schnitzeljagd. Folgt Milhouse Spuren und sucht Bart. Lass die Zeit nicht verstreichen. Natürlich nicht. Lisa Simpson zu Diensten? Ja, würde ich auch mal meinen. Ups. Los, Tempo, Tempo! Kurz, außerdem das Auto zurückgesetzt. Oh nein, um Himmels Willen! Aussteigen, wieder mit Milhouse reden. Milhouse, was machst du denn hier? Lisa, was für ein Zufall! Hey, hast du ein neues Kleid? Nein, ich trage dieses Kleid seit Jahren. Also, wo ist Bart? Ich glaube, er ist im Planet Hype. Lass dich nicht verarschen, Lisa, von ihm. Ja, dieses Kostüm ist aus der Serie, wo ich alle Kostüme, auch Barts Kostüme und Homers Kostüme und ZPP. Ja, will er ja auch unbedingt Bart cool sein, aber. Ja, auf ihn. Ach. Um die Ecke. Und wetten, da ist jetzt schon wieder Milhouse. Ja, rüber. Schön hupen.
Hoffentlich kann ich das ausbeulen. Oh, ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch. Ich sollte nicht... Oh, oh. Verdammt. Oh, gut, habe ich geschafft. Schon wieder Mille aus. Ja, Lisa, lass dich nicht von ihm verarschen. Du lügst doch. Du lügst doch, du Mistkerl. Ah, gut. Schön, dich hier zu treffen. Ich höre die Polizei immer noch. Ich habe gehört, Bart sei draußen beim Springfield Orchard. Teilst du mit mir einen Kaffee? Nein. Ich habe jetzt auch echt nicht. Ah, schon wieder haben sie mich erwischt. Das gibt's doch nicht. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Ja, das war eben keine Vorwärtsbewegung. Ja. Ja, komm. Ja, wird schwindelig von diesem Geschwindigkeit. Aber. Ja. So, hier lang. Wow. Dün, dün, dün. So, komm. Aber das tat auch. Oh, der Wagen geht gleich kaputt, Leute. Also das ist nicht gut, das ist nicht schön. Das ist... Nein, nein, die Polizei kommt gleich. Ich glaube, das schaffe ich diesmal nicht. Vor allem, wenn da so ein Idiot vorne steht. Komm schon. Ach nein, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Verdammt. Ja... Richtig. Gute Einstellung, Lisa. Folge mir aus Spuren und so. Ja, der verarscht dich doch nur. Der will doch ständig was mit dir anfangen. Oh, haben wir nur mal von ganz von vorne. Du hast ein Feeling für Geschwindigkeit. Ja, ein schlechtes Feeling. So. Aussteigen und mit Milos sprechen. Milhouse, was machst du denn hier? Lisa, was für ein Zufall. Hey, hast du ein neues Kleid? Nein, ich trage dieses Kleid seit Jahren. Also, wo ist Bart? Ich glaube, er ist im Planet Hype. Okay, ich glaube, wir überspringen jetzt nochmal die Sachen, weil wir brauchen die jetzt nicht nochmal anzuhören, ne? Also, hier lang. Ah! Ich muss mich auch erstmal an die Steuerung mit dem Controller jetzt mal gewöhnen, also... Das ist echt eine andere Sache, als mit Tastatur zu fahren. Ich müsste mal ausprobieren, ob man bei Arma 2 auch mit Gamepad so fahren kann. Ich habe zwar auch ein Lenkrad, aber das würde ich auch mal gerne austesten. Vor allem bei Arma 2, denn so mit den Fahrzeugen. Okay, aber ich will mal... Ja, komm schon. Oh, das geht schief, das geht schief. Jo, das ging schief. Oh nein. Geh weg, Mädel. Steig aus, Lisa. Geht nicht mehr los. Oh, hi, Lisa. Ich bin im Geschwindigkeitsrausch. Ui! Ah, jetzt müssen wir das unbedingt packen. Das ist, ich glaube, pro Mission kann man auch eine Mission überspringen, aber das würde ich noch gerne aufheben. Weil es kommen noch in diesem Level schwieriger Missionen als diese hier, also ich weiß ja nicht, ob ich will eigentlich gar keinen überspringen, weil ich würde gerne alle Missionen schaffen, so das ist so mein Ziel fürs Let's Play, weil oh man ist der da oder ist der da drin, weil Mann, komm schon. Oh, gut, hab ich. Oh, so knapp, ey. So, aussteigen. Komm, Lisa, schneller. Du schon wieder. Kleiner Drecksack. Was hast du vor? Sie will nicht mit dir ausgehen. Versteh es endlich. Hi, Lisa. Du meine Güte, hast du heute eine schicke Frisur? Milhouse, hast du Bart gesehen? Nein, hat er nicht. Lisa, hast du
schon den Partner für den Erntedankfesttanz? Das ist kein guter Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Bart hat immer beim Quickie-Mart rumgehangen. Vielleicht hat Apu ihn gesehen. Hurra, ich hab gewonnen, gewonnen, gewonnen! So, tschüssi. Der wird ihn bestimmt verklagen, weil sie ihn da knallhart runtergeschmissen, Lisa. Dein Auto sieht schlecht aus, Lisa. Wir brauchen unbedingt... Los jetzt! Kinder an die Macht! Ja, genau, Kinder an die Macht. Das fehlt mir auch noch. Welchen Kind gewinnen würde ich dir jetzt zustimmen? Da ich kein Kind mehr bin, stimme ich dir leider mich nicht mehr zu, Lisa. Oh. Wespe. Ah, Mann, die Münzen. Komm, hoch. Die Münzen, die. Oh, gesammelt. Ich muss halt immer überlegen, wo hier was ist, also. Ah, schon wieder. Ich darf die Taste nicht drücken. Ja, wie gesagt. Hier gibt es noch bestimmt einen Knochen zum Reparieren. Danke! So, Dharma-Bundle. Hübsch, kleine Weste. Oh, die schießt. Na komm her. Ah, verdammt, wo sind die? Oh. Ah, gut. Gerade noch so geschafft. Ja, fast eine Macke hier hinbekommen. Die war schon. Okay, was haben wir denn? Münzen, kommt zu mir. Ui, ich hätte dem Sportunterricht mehr Aufmerksamkeit widmen sollen. Nur mal das drücken. Na endlich. Auf den Schokoladensirup warten wir schon seit über einer Stunde. Ach, das tut mir aber leid. Ne, das wollen wir eben noch nicht machen. Das Rennen hier. Einsteigen will ich, genau. Pass doch auf, es ist frisch repariert, das Auto, du Affe. Mann, ist doch furchtbar. Wie lang? Warte mal. Jetzt geht die Post ab. Ich muss mein Auto parken. Ich parke die Mädchen. Passt ja, Lisa. Ach, das reicht, scheiß Auto. Jetzt häng ich hier. Ich glaube, hier ist auch noch eine kleine bösartige Wespe. Ja, hab ich mir gedacht. Aber die ist mal gleich weg. Ah, da haben wir noch mehr Münzen. Kommt her, kommt, ihr Süßen zum Papi. So, sammeln, alles schön sammeln. Das ist das gängigste System in Jump'n'Run-Spielen. Ich muss auf mein Herz aufpassen. Mhm. Das musst du auch, Lisa. So, wo ist der Eingang? Okay, hier kann er hier auch rein. Können wir uns die Bude mal von innen angucken. Ich glaube, hier ist auch noch eine bösartige... Hier kann man auch Klamotten kaufen. Lisa nochmal. Lisa... Ah, die gleichen, okay. Ach nee, das wollten wir nicht. Das wollten wir nicht. Haben wir schon... Ah... Komm schon, Lisa, hör auf zu streiken. Du ziehst dein Cooles an und das war's. Basta. Da gibt's hier gar nichts rum zu diskutieren, Lisa. Ah ja, hier. Yeah, das kann man auch hier machen. Hier haben wir diesen Affen. Dieses Funkia 7 Computer. Und dann drücken wir mal. Boah, das ist so brutal eigentlich. Boah, das arme Vieh. Ich glaube, der hasst mich. Wird er zurückgeportet. Und Lisa, du sollst da keine Faxen machen. Ich kann schon, dass hier eigentlich eine Karte drin ist. Alarm! Oh, stille Alarm aktiviert. Stille Alarm aktiviert. Ich. Kann man da noch mal kommen?
Interessant. Nee, geh da wieder raus. Ich könnte schon dass hier mal eine Sammelkarte war, aber... Oh, gut, meine Mutter jetzt, Lisa. Sprinte mal, du... Da ist es. Ich steige mal wieder ein. Ja. Aber da haben wir bestimmt eine Karte. An diesem komischen Camp. Da haben wir auch noch. Da haben wir Otto. Und noch. Bestimmt noch ein paar bösartige Westen. Ja, da ist mal eine. Komm her. Ich will deine Münzen haben. Zack. Deine Münzen kriege ich. Die gehören mir. Ja, hier können wir uns auch gleich mal ein Auto kaufen, das müssen wir auch, weil die brauchen auch für die Story. Kommen wir da rein? Weiß ich nicht. Ach, na super. Ich bin ja offensichtlich gestrandet. Würdest du einer Schwester hier aushelfen? Ja, natürlich. Ah, schon wieder falsche Taste. Das wollte ich. Hupen wollte ich. Hupen. Und nicht das Auto zurücksetzen. Ja, ich muss mich erstmal hier zurechtfinden. Also es ist... Weil jetzt die Controller-Einstellungen sind jetzt... Tastatur habe ich auswendig gekannt. Und jetzt Controller-mäßig... Never ever. Ja. Eigentlich wäre das Auto ja was für Lisa, weil sie will ja die Umwelt schützen. Aussteigen. So. Ich will aber nicht dieses krasse Camp. Ich will... Na, wann kommt es? Jo, ich... Genau, Camp Bart. Noch eine Wespe. Ach. Deine Münzen gehören auch mir. Eine Wespe. Nee, noch nicht. Was war das? Erstmal schön die Münzen sammeln, damit wir uns auch neue Autos kaufen können. So. Nochmal Münzen. Oh, Münzen. Ich werde richtig gierig hier. Gierig nach Münzen. Aber jetzt machen wir das hier. Widerlich. So. Hopp. Hey, Otto. Otto, ich weiß, ich bin noch etwas zu jung, um dich darum zu bitten. Hey, ich habe keine Drogenplätzchen mehr übrig. Die habe ich alle selbst gegessen. Aber hast du was dagegen, wenn ich mir deinen Schulbus ausleihe? Oh ja. Wie teuer ist er denn? Cool. Mach mir einen guten Preis und er gehört dir. 300. Ach. Gleich mal gekauft, ne? Danke, Otto. Hier meine Telefonzelle. Jetzt könnte ich wirklich ein Pony brauchen. Stehst du immer noch hier? Was ist denn ein Affe? Ach. Das genau. Würden Sie mich bitte mitnehmen? Ja, natürlich ist dein Auto, Lisa. Das nimmt dich auf jeden Fall mit. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Aha, da haben wir ja schon was. Ach, wir halten hier einfach mal an. Ja, was willst du denn? Nicht schief. Ach komm schon, Kamera auf. Kamera. Komm hier auf, ganz vorsichtig. Sonst knallt er nämlich. Da das. Ah ja, Lisa, du machst hier noch so eine Spagataktion oder wie? Okay, hier springt genau. Wie komme ich jetzt dahin? Isaac Newton! Limitierte Auflage. Cool! Was war das jetzt? Ach ja, warte, muss ich ja noch an der Tastatur drücken. Karte anzeigen. Entschuldigung, wieder falsche Taste.
Ach, wir haben hier schon zwei. Ja, einmal das hier. Ja, hier, okay, jetzt hier steht sogar Episode 5, Folge 5, der Tag der Abrechnung. Dieses angebliche Fossil-Engel-Skelett war nur ein Werbegag des neuen Einkaufszentrums von Springfield, was ich hier damals sagte. Nein, das ist doch alles Quatsch, Lisa. Jeder weiß, dass Kobolde ausgestorben sind. Ich halte das für reine Fantasie. Wenn du an Engel glaubst, warum nicht auch an Einhörner, Seeungeheuer oder Kobolde? Das ist ein berechtigter Einwurf. Das mit der Zahnspange, ja. Episode 9, Folge 15. Prinzessin von Zahnstein. Weil die Krankenversicherung der Simpsons nicht ausreicht, bekommt Lisa eine billige Zahnspange aus nicht rostfreiem Stahl, den sie nicht nass machen darf. Ja, das wäre auch wieder eine Unglaublichkeit. Ich fürchte auch, dass... warte, ich lese das gleich mal von Anfang an, dann haben wir nämlich das mal in richtiger Reihenfolge. Oh nein, ich werde... Warte mal, das machen wir einfach. Gehen wir mal hier rein. Ich fürchte auch, dass die kleine Lisa eine Zahnspange braucht. Oh nein, ich werde gesellschaftlich unbeliebt sein. Sogar noch mehr als jetzt. Das ist hart. Das ist hart, Lisa. Das ist wirklich hart. Weiterspielen. Oh, ich hasse ihn. Das war echt nicht ohne eben die... wir haben es hinter uns, das habe ich gleich als erstes. Wo bin ich jetzt? Oh oh. Ich habe was nicht Nettes. Deine Münzen gehören mir trotzdem, du Wespe. Oder Biene, ich glaube, aber es soll eine Wespe darstellen. Springen, jump, bam. Das... Einsammeln. Okay. Springen. So, wo ist mein Auto? Da ist es. Sprinten. Was ich hier mal knallhart einfach abgestellt habe. Dass noch nicht die Cops da waren, wundert mich ja. Ja, komm. Ja. Oh. Was? Du musst gehen? Brutaler will ich aber nicht fahren. Die hat echt einen Sockenschuss. Ich werde den Wert dieser Aktivitäten keinesfalls in Frage stellen. Schon wieder die falsche Taste. Ich muss unbedingt noch. Apu. Hallo. Ach, es ist furchtbar. Ein sehr böser Mensch versorgt alle Krusty-Burger mit überfahrenen Tieren. Dadurch sind die billiger als meine Quickie-Würste. Ja, super, deine sind... Freudenfeuer der Seekühe. Hilf Apu im Kampf gegen die Fleischfresser. Ram Kletus Laster und sammle das Fleisch ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ja, kann ich jetzt mit dem Thunderbird fahren? Ich muss zugeben, kein Thunderbird. Trans Am. Wie komme ich auf Thunderbird? Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Ja. Wo nennt man ein Thunderbird nicht auch Trans Am? Heißt der nicht so? Oder war das ein Sword Thunderbird? Ich glaube, ein Thunderbird war ein Sword, soweit ich mich erinnere. Aber ich kann mich auch schwören, dass man Trans Am Thunderbird nennt. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Autos, die fast ähnlich aussehen. Ach du meine Güte. Ja, jetzt komm, Kletus, gib deine blöden, überfahrenen Viecher frei. Ja, ich auch übrigens, Kletus. Komm schon. Kletus? Ich sag dir das zum letzten Mal. Kletus,